ein herzliches Hallo an euch zu diesem ersten von drei 3D-Spielen, die zuletzt anstehen. Wir legen da mal einen kleinen Zwischenspurt ein. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Also ich habe schwarz gegen blau gewählt, eigentlich komplett anders, als ich das vorhatte, aber wir hätten halt mit blauen Trikots und weißen Hosen gespielt und Chelsea in komplett weiß. Es war mir dann ein bisschen zu riskant, dass man nämlich, dass man das hätte nicht erkennen können. Deswegen wir in schwarz und der FC Chelsea in den Heimtrikots. Viktor Fischer kann sich durchsetzen. Das ist Gylfi Sigurdsson mit dem ersten Versuch aufs Tor. Ja, so knapp war es nicht. Ich denke mal, Peter Cech, der wäre auch da gewesen. Ist ja erfahren genug, um das abschätzen zu können. Aber zumindest, das Spiel beginnt schon mal nicht schlecht für uns. Haben uns ja viel vorgenommen. Nach diesem Desaster, wirklich diesem Super-GAU gegen den FC Reading. Also das schlechteste Spiel, seit ich hier in England bin. Magai Gaye hätte den Ball da fast liegen lassen. Sigurdsson, klasse, aber ich glaube, da ist Fischer nicht schnell genug gegen Javi Garcia. Einen von zwei Sechsern. Neben ihm spielt John Obi Mikel. Das ist Juan Mata. Brooks ist nirgendwo. Das ist Kasakov. Oh, Robinson. Sehr riskant. Sehr riskant. Flanke von Kasakov. Da kommt aber keiner hin. Oh, das war der erste Aufreger im Strafraum von uns. Wenn er den anders trifft, wenn er den blöd trifft, dann fällt er. Dann gibt es die Elfmeter. Dann sieht das Spiel schon nach einer knappen Viertelstunde sehr, sehr düster aus. Ah, Querspielen in den einzelnen eigenen 16er ist normalerweise eine Todsünde. Ball ist zu lang, also jetzt momentan ein bisschen nervös von unserer Seite aus. Das Spiel. Javi Garcia, Kopfball auf Mata in die Mitte zu De Bruyne. Der versucht es lang, Kasakov, und der ist auch knapp daneben. Ich denke mal, das war ungefähr vom Abstand her wie vorher bei uns. Sah knapper aus im ersten Moment, als es dann letztendlich war. Also Kosemans musste auch hier nicht eingreifen, genau wie Cech vorhin nicht. Das ist De Bruyne, wieder Mata. Chelsea spielt hier nicht schlecht am Anfang. De Bruyne, super Pass. Eden Hazard, sein Bruder, sitzt bei uns noch auf der Bank draußen. Aber ich denke schon, dass der noch kommen wird. Viktor Fischer, super vorbei an Sakko. Ein Spiel hat er noch vor sich. Und eigentlich ist es eine Notbremse. Eigentlich müsste der hier den roten Karton ziehen. Viktor Fischer wäre durch gewesen. Hätte alleine auf den Torwart gehen können. Hier haben wir es. Zack. Steht da im Weg. Ja, die einen werden jetzt wieder sagen, wo soll er denn hin? Aber, naja. Da ist Viktor Fischer wieder. Fischer! Och Gott. Also entweder muss er ihn machen oder er muss ihn querlegen. In beiden Fällen hätte es ein Tor sein müssen. Da sind wir uns einig. Super Grätsche von Obiang. Aber Kasakov kommt vorbei. Dribbelt jetzt gegen Robinson. Das macht er klasse, der Youngster. Wieder Fischer. Vorbei, Willan Hoffmann. Der hat natürlich jetzt Sendepause. Der darf sich nicht mehr viel leisten. Sonst geht er hier duschen. Nämlich einige Zeit vor seinen Kollegen. Viktor Fischer. Wieder gegen Hoffmann. Das nutzt er jetzt aus. Vorbei. Nee, nicht vorbei. Sakko lässt sich da nicht veralbern. Brooks setzt nach. Coleman. Ah, bleibt da hängen an Javi Garcia. Der sich da mit seinen 100 Kilo da reinwirft. Und da wie ein Sackkartoffeln im Weg liegt. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird's hässlich. Kasakov. Ich denke mal, wenn da jetzt ein Fernando Torres, Fernando Llorente oder wer auch immer gestanden hätte, dann wäre das hier nicht so glimpflich abgegangen für uns. Also das Spiel macht Spaß, das auf alle Fälle. Nur es steht noch 0:0, das ist noch für alle offen. Sigurdsson super gemacht. Magai Gaye auf Obiang, Fischer gegen Sakko, super linke Seite. Und das müsste jetzt eigentlich, weiß nicht, war das auf der Linie, war das vor der Linie? Piszczek war es, der Ex-Dortmunder. Gegen unseren Ersatz für Shinji Kagawa. Und es gibt Elfmeter. Magai Gaye hat ihn rausgeholt. Sigurdsson macht ihn über Cech. Ja, und das heißt, perfekter Zeitpunkt hier. Ja, Cech hat die Ecke. Cech hat die Ecke. Aber fällt etwas zu früh. Chelsea natürlich jetzt angestachelt. Wir spielen ja nicht nur gegen Chelsea hier. Wir haben ja auch das Fernduell gegen Manchester United. Erstmal abseits jetzt hier, schade. Der Pass war nicht schlecht gedacht von Magai Gaye. Da sehen wir es vorne
Viktor Fischer. Ich weiß gar nicht, wo Man United spielt, auf welchem Platz oder gegen welchen Gegner. Aber das werden wir ja gleich sehen. So, nochmal De Bruyne auf Javi Garcia, der es lang probiert. Aber Shawcross, der hat die Erfahrung. Köpft den raus. Vielleicht nochmal eine Aktion. Coleman hat jetzt Platz und verschenkt den. Verschenkt den. Naja, kein Grund zu Klage. 1:0. Das würde bedeuten momentan 3 Punkte für uns. Hinten sehen wir ganz wenige Spiele. Kein Manchester City, kein Manchester United, kein Liverpool, soweit ich sehen kann. Kein Arsenal. Was ist denn da los? Also entweder ist es ein neuer Bug oder die wurden einfach verlegt, die Spiele. Der Nachbericht wird, glaube ich, interessant werden. Ich habe vor dem Spiel gesagt, heute geht es um mehr als nur 3 Punkte. So ist es nämlich auch. Und jetzt gucken wir mal, was sagen wir denn? Das wäre, glaube ich, zu viel. Sehr gut, weiter so. Klingt für mich jetzt in der Situation am sinnvollsten. Coleman, nur mit einer 4. Gay ist angeschlagen. Da probieren wir das auf jeden Fall nochmal mit einer Massage gleich. Ich glaube, hinten die Verteidigung können wir noch motivieren. So, immer noch relativ schwach mit einer 67. Shockschuss. Und ich denke mal, Daniel Wass ist auch noch sinnvoll. Vorne können wir ja wechseln. Also da denke ich dann gleich Thorgan Hazard reinbringen. Der ist ja heiß drauf. Gegen seinen Bruder zu spielen. Erstmal gehen wir natürlich wieder aufs Feld. 45 Minuten haben wir noch. Anstoß, Tabellenführer FC Chelsea. Und ihr wisst es besser als alle anderen. Genau wie ich das weiß. Ein 1:0 ist sehr wenig. Das ist schnell gekippt. Coleman, rechte Seite, Mittelfeld. Ja, Aubameyang hätte da hingehen sollen. Macht er nicht. Super Pass von Sigurdsson. Aber ich denke mal, Gay, wenn er fit wäre, wäre er hingelaufen. Oder beziehungsweise schneller hingelaufen. Gibt zumindest einen nur für uns. In guter Position. Bieten sich an. Aubameyang und auch Gay. Gay mit der Flanke. Hoffmann. Mr. Gelb. Langer Ball von De Bruyne. Ja, Kasakov hat jetzt Platz. Heitinger muss hingehen. Und da ist es nämlich. Ich hab's geahnt. Igor Kasakov. 5. Tor im Wettbewerb. So ist es. Vorne verschenkst du's. Und hinten hast du dann keine Chance. Tor für den FC Chelsea. Jetzt haben sie momentan natürlich da absolut wieder die Position gefestigt. Also wir können da schon mal nicht näher kommen, wenn es so bleibt. Sakai gegen Coleman. Müsste aber auch wieder Einwurf geben. Für uns. Er ist nicht zufrieden. Ich bin's auch nicht. Aber das war genau das, was ich angesprochen habe. Vielleicht schon eine Vorahnung gehabt. Sigurdsson. Langer Ball mit dem Hinterkopf. Jetzt, da ist er wieder. Kasakov. Spielt links raus. Das ist Mata, der hat zu viel Platz. Chelsea ist gefährlich. Aubameyang. Viktor Fischer auf Sigurdsson. Ich denke mal, das müssen wir gleich mal tauschen. Also müssen wir, glaube ich, echt dann Magal Gay frühzeitig hier vom Platz nehmen. Ich denke mal, können wir das hier mit Sigurdsson irgendwie machen? Dass wir hier Sigurdsson auf die linke Seite stellen. Und jetzt, wer ist denn links eigentlich noch? Also nee, ich muss dann ja gucken. Ich muss ja hängende Spitze dann wechseln. Chris Newey. Wo ist er? Vossen. Wo zum Teufel ist der? Robinson, Aubameyang, Fischer. Ich ist so doof, meine Spieler zu finden. Chris Newey, da man doch. So, und dann denke ich, dass wir auf jeden Fall die rechte Seite noch mitnehmen. Wo ist er denn? Seamus Coleman. Dass wir dann auch hier tauschen. Thorgan Hazard. Dann haben wir zumindest 2 Wechsel schon mal durch. Jetzt habe ich, glaube ich, die Kamera vermurkst. Moment, Leute. Das ist dann der Nachteil. Kameraübertragung müsste aber eigentlich stimmen. Ich versuche das gerade mal so zu ändern. So, jetzt haben wir es wieder. Spiel läuft weiter. Tut mir leid für die kleine Unannehmlichkeit. Aber zwar hätte man besser machen können. Mata. Der nimmt jetzt den Platz natürlich auch mit. Jetzt spielt er einen ganz schlechten Pass. Ball im Aus. Das heißt noch 20 Minuten. Die Wechsel kommen. Chris Newey für Magal Gay und Thorgan Hazard auf die rechte Seite. Für Seamus Coleman. Das ist David Luiz. Der geht jetzt für Hoffmann in die Innenverteidigung.
waren ja anscheinend doch ein bisschen zu heiß dann. Hat ja lange Zeit mit der gelben Karte jetzt spielen müssen. Und auch Fernando Llorente, so heißt er, für Kasakov. Das ist Heitinger vor dem gefährlichen Spanier. Chris Newey vorne auf Fischer. Sakko, John Obi Mikel. Mittelfeld ist jetzt eigentlich der Ort, wo wir uns am meisten aufhalten. Llorente abgeblockt von Robinson. Chris Newey findet jetzt Fischer. Der hat natürlich jetzt davon überhaupt keine Anspielposition. Sigurdsson ist natürlich auch nicht unbedingt da eingewöhnt. Super gemacht von Newey. Das war ja Sahne. Das war ja wirklich Sahne. Viktor Fischer. Ach Mensch, dann krönt es doch mit dem Tor. Das war ja wirklich mal richtig toll gespielt. Schade, schade, schade. 82. Die dicke Chance für uns. Das ist Brooks gegen Mata. Der soll gleich raus. Wieder Fischer. Thorgan Hazard nimmt ihn raus. Spielen raus zu Brooks. Klappt nicht. Jetzt haben wir den Konter wieder. So passiert es uns. Vorne zu wenig und dann geht es ganz schnell nach hinten. So, ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt irgendwie noch einen Wechsel durchbekommen. Obiang für Barclay dann getauscht, wenn es noch durchkommt. Wir haben jetzt schon 86 Minuten vorbei. Thorgan Hazard, Glück, dass er ihn wiederbekommt. Nochmal Newey. Vorne stehen sie im Abseits. Nochmal Newey. Fischer, rechts raus. Brooks kommt noch hin. Klasse gemacht. Brooks mit der Flanke. Wer ist hinten? Keiner. Das war im allerletzten Moment der geklärte Ball hier. Llorente, jetzt müssen wir aufpassen. Mata ist relativ alleine. Also kann da nicht so wirklich einen anspielen. Sigurdsson verliert das Duell gegen Mikel. Ich glaube, das gibt hier nichts mehr mit dem Wechsel. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir nicht das Gegentor noch kassieren. Llorente, Fischer, jetzt Gegenzug. Sakho resolut. Sakai nochmal Llorente. Ein Llorente im Mittelfeld ist immer gut. Dann kann er uns zumindest nicht wehtun. Ja, ein 1:1. Am Ende hilft es eigentlich keinem von beiden. Chelsea natürlich noch mehr als uns. Also wir kommen nicht näher. Könnte natürlich passieren, dass jetzt Chelsea, wenn Manchester United das Spiel gewonnen hat, wovon ich nicht ausgehe, weil es steht da hinten nichts, dann könnte es sein, dass die jetzt vorbeigezogen sind. Gucken wir gleich mal im Nachbericht rein. Es ist alles ein bisschen mysteriös. Und würde ich sagen, hören wir uns gleich wieder.